Ein Kompaniekommandant, ein Unternehmer, ein Sportler muss ein Kämpfer sein. FLG 1 zu Korvisit, bereit. Möchte ich von dir noch eine Antwort kriegen, um das Problem angehen können? Il faut convaincre nos clients, il faut revenir à charge. Ein Vorschlag kann funktionieren, immer die letzte Schwäche vom Tisch. Ja. Wir wollen Ihnen hervorragend aufbieten. Gut, Beurteilung. Ein Fahrzeug. Ich komme zur Befehlsausgabe Gaza Safe. Wir beginnen mit der Geländetaufe. Wir sind am Standort Riechigen. Dank meiner militärischen Ausbildung kann ich Probleme strukturiert erfassen. Was mir auch hilft in meinem Job als Operation Manager. Donau 715 kommen die Daten bei uns rein, damit wir überall den gleichen Datenstand haben. Doppelte weiße Linien, Hauptverkehrsachse. Schwarz, Häuser in der Gemeinde. Eine systematische Planung ist ganz klar Sau und O von jedem Auftrag. Gerade im Besonderen auch, wenn Leute involviert sind. Weil es garantiert mir, dass ich den Überblick behalten kann und ich mich auch bereits auf gewisse Eventualitäten einstellen kann. Das Geländetaufen ist sehr wichtig. Sagen Sie nicht hier, sonst schreibt er hier auf. Sagen Sie Restaurant, Rösslich, Schweinstall, Spinne, Kreuz. Gabel. Nachher können Sie mit diesem Namen in die Befehlsgebung auch arbeiten, oder? Im Weiteren ist damit auch gegeben, dass alle die gleiche Ausgangslage haben und vom gleichen reden. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist, wir verlieren das Ziel nie aus den Augen. Nehmen Sie die verschiedenen Aussagen, die Sie formuliert haben. Ja. Nehmen Sie die anderen Faktoren. Kommt ein Erkenntnis raus? Ja. Was? Ich werde aufgeklärt, wenn ich mich nicht tarne. Ich lege grossen Wert darauf, dass meine Mitarbeiter vorausschauen können, weil in unserem Business darauf ankommt, dass auch 18 Stunden entfernte Orte pünktlich angefahren werden. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass hier drin gut geschultes Personal den besseren Durchblick hat. Hast du mir schnell Loros 2.34, wo der gerade im Moment ist? Ja, da haben wir ihn. Er wird etwa in einer Viertelstunde dort sein. Ja. Dann ist die Rücken ausrüsten, Theorie, Wachdienstaufdauer und ab dem Ende steigt das Ding. Ja. So machen wir das. Im Militär lernt man auf eindrückliche Art und Weise in Varianten zu denken und Vor- und Nachteile gegeneinander abzuwägen. Wir haben zwei Varianten ausgearbeitet. Variante 1, Securo. Wir werden das ganze Gelände mit Hergitter absperren. Variante 2, vorne der Hauptzugang wird durch eine Zutrittskontrolle mit Kampfmunition bewacht. Der Führungslehrgang 1 vermittelt das Grundwissen für angehende Einheitskommandanten aller Truppengattungen der Schweizer Armee. Dieses umfasst die Bereiche Führung, Taktik, Gefechtstechnik und Ausbildungsführung. Berufsunteroffiziere absolvieren den Führungslehrgang 1 im Rahmen ihrer beruflichen Weiterausbildung. Dank meiner militärischen Weiterbildung verfüge ich über ein vielfältiges Netzwerk. Darum fällt es mir leicht, für die unterschiedlichsten Aufgaben die richtigen Leute zu finden und beizuziehen. Ich brauche einfach sehr kurzfristig jemanden, der aus der Patsche hilft. Da kannst du auf mich zählen, es ist eine Hand als die andere. Das gemeinsame Erreichen von einem Ziel, das ist eine spezielle Herausforderung. Und das Engagement, das es dazu braucht, bringt mich auch sonst weiter. Und vor allem, es macht Spass. Was ich von meinen Unterstellten erwarte, muss ich selber auch uneingeschränkt vorleben. Das ist die Basis dafür, dass sie auch ernst genommen werden. Guten Morgen! Morgen! Bonjour! Bonjour! Auftrag. 3 Reaktionsübungen, 3 Richtungsänderungen. Gerade als Chef ist es wichtig, dass man immer den richtigen Ton trifft. Ich habe eine Zielvorgabe, ich muss die Zielvorgabe erreichen. Mit einem Team, das ich mir nicht selber aussuchen kann, Militär wie auch in der Privatwirtschaft. Innerhalb von dem Team gibt es verschiedene Meinungen. Ich muss die Meinungen akzeptieren können, aber es braucht auch manchmal klare Worte. Nein, das ist Zugführersache. Ich bin nicht Ihre Mami. Das ist Zugführersache bei meinem Rettungseinsatz. Ganz klar. Das hast du auch in der Offizierschule gelernt. Hier lernt man in Bezug auf den Zuhörer effizient zu kommunizieren. Ob ich mit einem Techniker oder mit einem Kollegen zusammenarbeite, ich muss mich verständlich ausdrücken können. Es ist wichtig, dass Sie wissen, wie die zivile Seite funktioniert, damit wir einen koordinierten Einsatz erreichen. Ich komme zur Lage.
Wir hatten in den letzten Tagen extreme Niederschläge, die das übliche Maß bei weitem übersteigen. Wir hatten unwahrscheinlich viel Wasser im Mathequartier. Es geht einfach nichts mehr. Es geht nichts mehr. Wir haben in der Stadt Bern unsere Mittel ausgegeben. Die sind alle im Einsatz. Wir haben die Durchhaltefähigkeit nicht mehr. Die Mauer abreißen, die muss weg. Es geht darum, dass wir das Wasser abfließen. Eine Botschaft mit technischem Inhalt können wiederzugeben, braucht Selbstvertrauen. Sonst funktioniert Kommunikation nicht. Was habe ich? Was kann ich? Ich habe Beleuchtung, Stromversorgung. Ich kann Wasser abpumpen, 4 Alpenfahrzeuge, 2 Pneubagger und 4 Moltenkitter. Damit die Mitteilungen richtig ankommen, wird im Training mit Übungsaufgaben Selbstvertrauen gestärkt. Das Selbstvertrauen ist etwas, das man in sich trägt. Es ist nicht nur reine Theorie. Es ist etwas, das ich im Alltag auch einsetze. Die Beherrschung von Führungsprozessen und Führungstätigkeiten sind die entscheidenden Voraussetzungen für erfolgreiches Handeln. Nicht nur in der Armee, sondern auch in der Wirtschaft. Dabei spielt das systematische Herangehen an eine Problemstellung eine zentrale Rolle für das effiziente und zeitgerechte Erreichen eines Zieles. In der militärischen Führungsausbildung lernen künftige Chefs, diese Prozesse systematisch anzuwenden. Sie sind in der Lage, unter großem Zeitdruck Wichtiges von Unwichtigem zu trennen, Problemstellungen zu visualisieren, Varianten zu erarbeiten und zu beurteilen, sowie ihre Lösungsvorschläge überzeugend zu präsentieren. Und schließlich haben die militärischen Kader die Möglichkeit, ihr Können in den Truppendiensten praktisch anzuwenden. Wer führt, braucht Durchsetzungsvermögen. Man muss seine Mitarbeiter für einen Auftrag begeistern können. Auftrag: Beschützen von der Zentrale vom Kernkraftwerk Mühleberg. Ein guter Verkäufer bringt seine Mitarbeiter dazu, auch die unangenehmsten Aufgaben erfolgreich auszuführen. Durch den Transfer dieser Führungsfähigkeiten ins berufliche Umfeld profitieren Arbeitgeber. Ihre Mitarbeiter generieren einen substanziellen Mehrwert am Arbeitsplatz. Ich nehme die Abwesenheit der Mitarbeiter gerne in Kauf, weil ich der Meinung bin, dass der Vorteil der Ausbildung sich für die Firma lohnt. Sie kommen zurück in den Betrieb, voller Tatendrang, das Neugelehrte direkt umzusetzen. Guten Morgen, Alarm! Die Übung dauert von heute, Montag 0:00 bis Dienstag, 16.02.24:00. Besondere Anordnungen. Die Führungstätigkeit selbstständig auch unter erschwerten Bedingungen durchführen. Zu jedem Zeitpunkt eine mustergültige militärische Haltung wahren und vorbildlich auftreten. Wir wollen Ihnen die Gelegenheit geben, sich selbst zu messen. Bis wann bin ich sehr gut brauchbar? Bis wann bin ich nur brauchbar? Und an welchem Moment bin ich wirklich unbrauchbar geworden? Wenn ich völlig erschöpft bin, ist es mein persönlicher Ehrgeiz, der mich antreibt, über meine eigenen Grenzen hinauszuwachsen. Mein Stolz lässt es einfach nicht zu, aufzugeben. Spätestens 0:05 seid ihr alle wieder hier zurück für den Fürstgeber. Lächeln, Servus, an die Arbeit. Der Gegner wird versuchen, über die Kantonsstraße den Emme-Übergang zu erzwingen. Wir sind da, zum Beispiel Speerst und auch da und drüben, oder? Du brauchst fix jemanden, der hier das Sprengobjekt betreibt. Es könnte nicht die sein, die Truppe hält. Nach den jetzigen Vorgaben, die man hat, dürfte hier gar keine Truppe her tun. Insbesondere im Bereich der Führung ist es auch erlaubt, einen Teil der Ausbildung Fehler zu machen. Das kann man sich in der Privatwirtschaft ohne Konsequenzen für eine Karriere nicht erlauben. Selbstdisziplin ist die Grundvoraussetzung für das Lösen von komplexen Problemstellungen. Aus meiner Sicht unabdingbar für Erfolg.
Das Hauptziel der militärischen Kaderausbildung ist die Menschenführung. Hier wollen wir in erster Linie Chefs ausbilden. Ein Chef muss nicht nur Ideen haben, Projekte entwickeln oder Konzept erstellen. Er muss vor allem mit seiner Persönlichkeit, mit seiner Charisma Menschen bewegen.